Den kleinen Kind würde ich es lieber raten aufzugeben, denn bei der Größe schaffst du es eh nicht ganz oben zu stehen. Ich rappe auf dem Beat und dann ist es dein verficktes Ende. Was wird passieren, wenn dem Dreck im Internet dein Vater fände? Dass du mal eine Freundin kriegst, wage ich ganz schön zu bezweifeln, denn wenn ein Mädchen dich sieht, wird es sofort die Flucht ergreifen. Ich werde dich raptechnisch und physisch hier komplett zerreißen. Um das zu erreichen, brauche ich wie Curly beim Flappen zwei Finger. Diesen Beat hier zu benutzen war ein sehr fataler Fehler, denn dadurch hast du nicht nur mich, sondern auch den Beat als Gegner. Curly widerspricht sich selber in jeder seiner Anfangslines, meint ich glaube am Nikolaus, wird aber beim Tod von Mickey Mouse weinen. Es tut mir leid, aber deine Lines ergeben einfach null Sinn, ich halt verkehrt die Schere. Hör auf sinnlosen Müll zu singen, bei dir und deinen Freunden ist es wie bei Human Centipede. Die Person ganz vorne fängt mit der Scheiße an und die heißt Curly. Nimm dir deinen übergroßen Pulli weg, zieh dir dein Periodenband ab, werf es in den Dreck. Ich reiß dir die Haare vom Kopf, du kleines Dreckskind, verpiss dich, Mama hat gesagt, du sollst den Müll wegbringen. Nimm dir deinen übergroßen Pulli weg, zieh dir dein Periodenband, dann werf es in den Dreck. Ich reiß dir die Haare vom Kopf, du kleines Dreckskind, verpiss dich, Mama hat gesagt, du sollst den Müll wegbringen. Ein kleiner Blick in die Lyrics, sei Curly ist zu faul zu googeln und besucht auch offensichtlich nicht so eine hohe Schule. Zusätzlich wird man bemerken, Curly braucht noch Aufmerksamkeit oder findet ihr einen Satz ohne großgeschriebenen Reim. Emo-Krieger kannst du Kleinkind mich natürlich auch benennen, aber ganz ehrlich, wer muss nach Niederlagen bei Mama rumfallen? Deine lyrischen Fähigkeiten sind ja wirklich sehr enorm, dein Körper wirkt jedoch so, als wärst du mit 3 Jahren eingefroren. Du kleines Drecksback, muss ich mit meiner Technik angreifen, aber damit rhymes wie du auf Noob komplett reinscheißen. Ich fick dich in jeder Hinsicht und das weißt du ganz genau, denn die einzig guten Lines hast du dir von JBB Raps abgeschaut. Bessere Lines gibt es in Zukunft auch nicht, der hat nichts zu bieten, denn wenn ihm nichts mehr einfällt, tut er sogar bei mir kopieren. Ich hab dich mit 3 Minuten schon fast komplett zerfickt, doch heute brech ich dir dein kleines ausgerenktes Genick. Nimm dir deinen übergroßen Pulli weg, zieh dir dein Periodenband, werf es in den Dreck. Ich reiß dir die Haare vom Kopf, du kleines Dreckskind, verpiss dich, Mama hat gesagt, du sollst den Müll wegbringen. Nimm dir deinen übergroßen Pulli weg, zieh dir dein Periodenband, werf es in den Dreck. Ich reiß dir die Haare vom Kopf, du kleines Dreckskind, verpiss dich, Mama hat gesagt, du sollst den Müll wegbringen. Okay, dann fangen wir mal mit dem zweiten Beat an, du kleine Teinutte. Durch die Fallgeschwindigkeit verreckst du, wenn ich dir ins Gesicht schlucke. Meinen Flow zu fronten ergibt auf jeden Fall keinen Sinn, Kid, wenn man selber so klingt, als hätte man ein Messer in seinem Ding drin. Ohne Scheiß hast du überhaupt mal deine Lyrics überschaut. Es wirkt schon so, als hättest du dir Zweckreime in Minecraft angebaut. Ich drücke natürlich bei deinem Finale immer auf Repeat, daran sieht man auch, Curly lebt nach dem Schreib, wie man spricht, Prinzip. Was soll das für eine Endline sein? Ich habe meinen Text verdeckt, wenigstens bin ich nicht im Battle gegen Yukon komplett es verreckt. Es wirkt wirklich, als hättest du dummes Kind dich selbst gefunden. Doch das ist fucking Battle Rap und kein verfickter Selbstdiskont. Und mit Zweckreimen solltest du wirklich nicht angreifen, denn das ist einer der Gründe bei dir fürs im Battle Verscheiden. Und mal ganz ehrlich, ich treff nicht den Takt, oh fuck, dafür triffst du mich im Battle 0, du Blondinen-Lukas-Spack. Jeder weiß es, Curly ist tot, er drückt schon vorher den Schalter für Not. Ich schicke dich in jeder Hinsicht, wundert mich, wenn du sinnvoll Reimen hinkriegst. Du Hund! Curly ist tot, er drückt schon vorher den Schalter für Not. Ich zerreiße dich in Einzelteile, Chancen in diesem Finalbattle hast du keine. Du tust nichts für deine Runden, das ist alles ne schlechte Masche. Und jedes Geld, was kommen soll, steckt sich dein Bruder in die Tasche. Keine Arbeit steckt dahinter, kein einziges Stück richtiges Herzblut. Und ich weiß ganz genau, dass das hier deinen Image nicht gut tut. Erst drehst du nur schlechte Minecraft-Videos, keinen hat interessiert. Doch dann die Quali fürs WRB wirkt so, als hättest du schlechten Rap. Überall die ironischen Kommentare, doch du verstehst nichts. Es wirkt so, als wäre dein Kopf komplett verdreht und dicht. Du siehst jedes Kommentar als Lob, siehst du, wirst völlig abgehoben. Doch dann wirst du im Bonus-Battle von Yukon komplett abgezogen. Wahrscheinlich hat sich dort schon dein Bruder eingemischt gehabt. Doch rap-technisch hast du trotz Qualität
Qualitätsunterschied komplett verkackt. In der Runde gegen Silence merkt man, die Qualität wird fett besser. Doch das war der Zeitpunkt, wo alles begann und ihr euch überschätzt. Du hast mich in deiner Runde so beschissen gemischt, Mann, und trotzdem wurde Nilstoff von mir und Silence weggewischt. Du kannst nichts dagegen machen, Blondie, dein ganzer Plan wird aufgedeckt. Ich dagegen bin gegen jeden Angriff abgedeckt. Du weißt ganz genau, ich werde dich mit voller Wucht aus dem Battle schmeißen. Dafür muss ich dir nicht mal wie Yukon die Haare rausreißen. Du kannst nichts dagegen machen, Blondie, dein ganzer Plan wird aufgedeckt. Ich dagegen bin gegen jeden Angriff abgedeckt. Du kannst so viel üben, um besser zu werden. Jeden verdammten Tag durch diese Niederlage verfolgt dich bis in dein Grab. Schlechter machen als du kann man einen Retalk wohl wirklich nicht. Komm schon, Curly, oder was hat er gesagt? Zeig dein wahres Gesicht. Ach, übrigens, es geht das Gerücht um, dass dein Bandana eine Binde ist. Du bist eine dreckige, unroyale Ratte, den bis jetzt niemand kannte. Und die einzige Relevanz hast du durch meinen Namen. Jeder weiß, was du mit deinen Freunden für Likes machst. Und das schafft ihr sogar aufgrund eurer Größe. Im Doppelbett. Ey, ich mein, die Accounts in meinen Kommentaren waren wirklich sehr legit. Maximus ist Alex Paul, Emax zockt LP. Jeder weiß, Curly führt ein Doppelleben. Und jetzt kriegt der Maxi maximale Feuerkraft in den Schädel. Glaubt ihr, es ist Zufall, dass sich die Hate-Kommentare immer noch da befinden und fast alle Dislikes nach einmal ansprechen vom Video verschwinden? Für den Platz im Finale hattest du dreckiges Stück maximales Glück. Du kannst nichts dagegen machen, Blondie, dein ganzer Plan wird aufgedeckt. Ich dagegen bin gegen jeden Angriff abgedeckt. Du weißt genau, ich werde dich mit voller Wucht aus dem Battle schmeißen. Dafür muss ich nicht mal wie Yukon die Haare rausreißen. Du kannst nichts dagegen machen, Blondie, dein ganzer Plan wird aufgedeckt. Ich dagegen bin gegen jeden Angriff abgedeckt. Du kannst so viel üben, um besser zu werden, jeden verdammten Tag. Doch diese Niederlage verfolgt dich bis ins Grab.